Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Kurzer Vlog heute, beziehungsweise ganz kurzes Video. Ich habe das ganze Wochenende Meisterschaften gehabt, Golfmeisterschaften, und hatte eigentlich überhaupt keine Zeit. Und ich habe ja jetzt seit November immer zweimal die Woche Videos hochgeladen. Und deshalb habe ich gedacht, naja, jetzt hier nach dem erfolgreichen Golfspiel, jetzt, was wir heute gehabt haben, laufe ich noch mal mit euch zum Kamelenberg hoch, um euch eine App vorzustellen. Ja, ich habe nämlich eine schöne kleine App gefunden, die so einen kleinen Vlog hier nach sich zieht, und die möchte ich euch vorstellen. Dafür gehen wir aber hier, ich zeige euch mal, einmal drehen. Da oben ist der Kamelenberg, da hinten ist sozusagen Mendig, Ochtendung und die Vordereifel. Und wir gehen jetzt mal hier ganz entspannt zum Kamelenberg, und da oben stehen zwei Bänke, beziehungsweise da oben steht im Wald auch eine Bank. Da habe ich schon mal einen Vlog gemacht, und da möchte ich euch die App vorstellen. Da sehen wir uns gleich wieder. Ja, und ihr fragt euch natürlich, wieso laufe ich hier im Wald rum, um euch eine App vorzustellen. Nun, das ist eigentlich im Grunde genommen ganz einfach. Das geht um eine Insekten-App, und zwar Insekten vom NABU, vom Naturschutzbund. Die finde ich total genial. Die werde ich euch gleich einmal öffnen, wenn wir hinten an der Bank angekommen sind. Und wo gibt es denn halt die meisten Insekten, beziehungsweise sie fliegen hier schon rum? Ja, im Wald. Und da möchte ich mal gucken, ob diese App so gut ist, wie beschrieben. Und dann schauen wir mal. So, jetzt bin ich gleich angekommen. Ich werde hier schon fast aufgefressen. Alter, ey, ganz übel, ey. So, geh jetzt mal hier zum alten Steinbruch am Kamelenberg. Und da haben wir eine Bank und einen Tisch. Und dann kann ich euch die App in Ruhe vorstellen. Bis gleich. So. Und dann habe ich auch schon mal, jetzt sitze ich gerade hier schon mal, ist das eine Kulisse hier, Leute. Guck mal, im Hintergrund hier der Lavasteinbruch mitten im Wald. Werde gerade zwar von Bremsen attackiert, ja, eine gekillt. Und ja, ich öffne mal die App für euch. Und zwar heißt die App Insektenwelt, und die ist vom NABU, vom Naturschutzbund. Und das ist echt eine coole App. Ich öffne die jetzt mal und blende das dann da ein. Und da habt ihr am Ende, das ist der Startbildschirm. Da habt ihr erstmal eine Kategorisierung von Insekten: Käfer, Wanzen, Schmetterlinge, Libellen und sonstige Insekten. Und dann gibt es unten die Fotoerkennung und unten rechts die NABU-Aktion Insekten Sommer, zählen, was zählt. Das heißt, das erkläre ich euch gleich, was das ist. Jetzt zeige ich erstmal, wie das Interface aussieht, wenn man zum Beispiel mal bei Schmetterlinge geht. Meine Lieblingsinsektenart, wem seine nicht. Ne? Da könnt ihr mal sehen, was es hier so für heimische Schmetterlinge gibt. Manche sind natürlich extrem selten. Und ich kann auch nur noch mal betonen, wie wichtig Insekten für unsere Umwelt sind. Ohne Insekten, Bienen gehören auch zu Insekten oder Schmetterlinge, findet keine Bestäubung statt, und dann haben wir ein Problem. Ne? Dann müssen wir die ganzen Chinesen aus China holen, und die müssen dann unsere Bäume bestäuben. So wie die das teilweise in China schon machen, wo die ein Problem mit ihren Bienen haben oder sowas. Da wird dann per Hand bestäubt. Aber gut. So, was aber an der App extrem gut ist, ist halt, gut, wir haben jetzt hier noch Libellenarten, die mache ich mal kurz auf, könnt ihr mal kurz durchgehen, können wir mal auf eine gehen, hier so die, ja, so die übliche Libelle, blaue Federlibelle, na ja, gut. Und dann haben wir noch sonstige Insekten, das sind dann so Bienen, Hummeln und hier die, zum Beispiel Heuschrecken. Und dann haben wir unten die Fotoerkennung, ne? Wenn man da drauf geht. Und wenn man ein Bild von einem Insekt gemacht hat, ich habe jetzt gerade nur hier Bremsen und Stechmücken, die habe ich jetzt nicht aufgenommen, aber ich habe jetzt mal hier Bilder in meiner Fotobibliothek drin. Wenn man dann da drauf geht, dann fragt er sich, wollen Sie ein neues Bild machen oder das Bild? Und dann gucke ich mal gerade da rein, und
Zack, da habe ich eine wunderschöne Aufnahme von einem Käfer gemacht, wo ich jetzt grundsätzlich weiß, wie der heißt. Aber jetzt gehen wir mal auf Bestimmen unten rechts in der Ecke. Und dann schauen wir mal, ob der das erkennt. Und schon das nächste Ergebnis zu dem Insekt kommt immer oben links. Und da ist der Hirschkäfer. Und ja, das war ein Hirschkäfer. So. Und dann kann man mal schön sehen, Orte, ja, Merkmale, Hirschkäfer ist der größte Käfer Deutschlands. Es gibt einen starken Sexualdimorphismus. Die Geschlechter sehen sehr unterschiedlich aus. Okay, die Männchen sind teilweise deutlich größer. Und ja, das ist ja meistens so, ne? Die Männchen deutlich größer sind, die Frauen besser aussehen. Egal. Naja, wie auch immer. Da steht dann noch ein Vorkommen, Mai bis Juli, wo in Deutschland, der ist sehr selten, vergleichsweise noch häufig in Baden-Baden. Manchmal aber auch hier bei uns in der Eifel. Man findet noch einen Hirschkäfer. Ja, und das finde ich eigentlich wirklich cool. Ja, gehen wir da mal raus, ne, gehen wir zurück. Und dann gucken wir mal noch ein anderes Foto, zum Beispiel von dem Teil hier. Von der Libelle. Dann gehen wir auf Bestimmen. Und dann kommt sie oben schon. Als allererstes. Die blau-grüne Mosaikjungfer. Ja, definitiv war sie. Und die ist sehr häufig. Und überwiegend an pflanzenreichen stehenden Gewässern. Habt ihr wahrscheinlich schon jede Menge Libellen gesehen. Ja. Und das ist eine ziemlich coole App, finde ich. Ja, ich wollte schon immer mal wissen, Moment, so eine Hornisse, da sagt man immer, manche Hornissen sind ja 10 cm lang. Aber Hornissen sind keine 10 cm lang, sondern die Arbeiterinnen werden 18 bis 26 mm, das heißt also 1,8 bis 2,6 cm. Und die Königin wird dann, die ist ein bisschen größer, die wird 26 bis 36 mm. Ich meine, das ist natürlich auch schon Brummer, so ein 3,6 cm großes Stechteil. Und ja, da steht dann auch drin, dass Hornissen, also grundsätzlich, Hornissenstiche sind nicht tödlich, allerdings 3% der Bevölkerung in Deutschland sind extrem allergisch gegen Hornissenstiche. Und da kann natürlich schon rein theoretisch auch einer an einem Hornissenstich sterben, wenn das nicht früh genug behandelt wird. Ja, das war die App. Ich habe jetzt 5 Mückenstiche mehr hier. Freut mich, dass ich die euch vorstellen konnte. Ich beende jetzt auch die Bildschirmaufnahme. Zack. So. Jetzt dürftet ihr kein iPhone mehr auf der linken Seite haben. Und nehmt euch mal in die Hand hier wieder. Ach, so. Und zeige euch noch mal kurz hier. Stell mich mal hier hin. Zeige euch mal kurz noch mal den Steinbruch. Und den schönen mystischen Wald im Hintergrund hier. Wirklich eine wunderbare, schöne Ecke, eine schöne Stelle. Und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, Abo, kommentieren, kräftig abonnieren. Bald haben wir die 250 voll, gibt es ein Special. Und wie gesagt, dieses kleine Video habe ich jetzt noch an einem Sonntagabend gedreht, nachdem ich samstags eine Runde Golf, also Wettkampfgolf gespielt habe, sonntags Wettkampfgolf gespielt habe. Und ich habe mir gedacht, ja, eigentlich war ich ein bisschen, aber ich habe irgendwie doch Bock, jetzt noch diesen Rhythmus zweimal die Woche hochzuladen, noch ein bisschen beizubehalten, solange ich noch Material habe. Und hier, das ist natürlich jetzt nicht so aufwendig wie zum Beispiel das letzte Video vom Rauscher Park. Solltet ihr das noch nicht gesehen haben, da oben wird es verlinkt. Ich kann euch das nur empfehlen. Das ist mir echt gut gelungen, würde ich mal sagen. Da habe ich super geile Aufnahmen im Nettetal gemacht, zwischen Saffig und Pleit. Und schaut euch das an. Also mir hat das Video echt gut gefallen. Da habe ich mit Slow-Mo gearbeitet, mit Speed-Ramping. Und ja, das macht halt auch Spaß. Und heute halt einfach mal wieder nur ein kleiner App-Tipp mit ein bisschen Vlog davor und Vlog danach. Aber das war es auch dann für heute. Ich fahre jetzt wieder nach Hause, lege mich auf meinen kleinen Balkon, auf meine kleine Couch da
schneide mir eine Wassermelone auf und gucke ein bisschen Netflix auf dem iPad, um dann morgen wieder leider arbeiten zu gehen. Aber nicht nur mir wird es so gehen. Also macht's gut, haut rein und hoffentlich bald wieder hier auf meinem Kanal Franks Vlogs. Tschüss, bye bye, ciao.